Also der Papa hat gesagt, das ist ein guter Film. Lass das mal den Papa machen, der Papa macht das gut. Hallo zusammen bei die Filmfabrik. Endlich kommt Stromberg in die Kinos und dieses Mal geht es darum, dass die Kapitolversicherung 50 Jahre alt wird. Es gibt eine tolle Feier darum, die ganze Belegschaft wird eingeladen. Stromberg hat eigentlich keinen Bock. Als er aber erfährt, dass wahrscheinlich seine Filiale geschlossen werden soll, will er natürlich hinfahren, sich ein bisschen beim Vorstand einschleimen, um sich sicherer im Kapitolsattel zu fühlen. Blöd ist aber, wenn Ernie dieselbe Idee hat. Ihr könnt euch vorstellen, da wird einiges schief gehen. Wie das Ganze aussieht, seht ihr hier im Trailer. Hallo, mein Name ist Bernd Stromberg. Hier. Guten Morgen, Herr Stromberg. Guten Morgen. In meiner Schadensregulierung sorge ich dafür, dass der Spaß bei der Arbeit nicht zu kurz kommt. Das Menschliche ist mir persönlich immer schon sehr wichtig gewesen. Mein Ziel ist es, dass in meiner Abteilung Arbeit und Mensch Hand in Hand mit. Sag mal, was habe ich denn gesagt? Du bist Arbeit und er ist Mensch. Ist doch egal. Nein, das ist es eben nicht. Wenn er Arbeit ist, dann heißt es hinterher wieder ausländerfeindlich, bla bla bla. Ich müsste erst komm, jetzt nerv nicht rum, Gandhi. Ich bin ja ehrlich, ich war ein bisschen skeptisch, als ich gehört habe, dass Stromberg in die Kinos kommen soll. Bin auf jeden Fall Fan der Serie, aber da funktioniert es eben immer in diesen 25-minütigen Episoden. Da hat man immer kleine Handlungsstränge. Wie ist das jetzt im Film? Und ich bin ehrlich gesagt extrem überrascht gewesen, dass das gut funktioniert hat. Woran liegt das? Es ist ein geiles Drehbuch. Es gibt nonstop Stromberg-Sprüche, wirklich in einer Tour. Also komplett, das ist richtig lustig. Und auch, wie man das umgesetzt hat vom Visuellen her. Man sieht, es ist eine Fernsehserie, aber trotzdem die leichte Adaption auf die Leinwand, sodass die Seele der Serie bestehen bleibt, aber auch eine Berechtigung auf der Leinwand ist. Finde ich erstmal gut. Schauspielerisch ist es genau, wie man es aus der Serie kennt. Auch die Figuren, das ist alles irgendwie ganz cool. Gleichzeitig aber auch noch so ein bisschen ein draufgesetzt und die Geschichte auch mit so sehr kritischen Seitenhieben Richtung Versicherungsindustrie, Medienindustrie, aber auch Politik. Das gelingt hier wieder richtig gut und dann kann man erstmal sagen, puh, Schwein gehabt, das hat auf jeden Fall funktioniert. Ich habe den Film auf jeden Fall krass gefeiert im Kino, aber jetzt keine Feuerwerksalven abgefeuert, also so heftig ausgerastet, sondern eben nur so, ja, ganz gemächlich. Der Film hat nämlich schon Schwächen, also er hat so Längen, da wird der Gag immer wieder gleich erzählt oder er bleibt einfach zu lange im Raum. Heißt, eine Szene dauert einfach zu lange, man schneidet nicht zügig weg und das ist halt auch nicht knackig genug. Da gibt es so ein paar Momente, da gibt es einfach Längen, da sagt man jetzt so, ja, Stromberg, jetzt komm aus dem Quark, mach weiter, bring mir geile Sprüche und gut ist. Und von den Charakteren erfahre ich auch nicht mehr. Ne? Wenn ich jetzt einen Film mache, wo ich ganz viele Figuren schon aus vielen, vielen Folgen aus der Serie kenne, da mag ich persönlich auf jeden Fall überrascht werden, dass ein bisschen was Neues noch passiert oder ich eine Figur anders kennenlerne oder irgendetwas Neues darüber erfahre. Das passiert hier nicht. Ist so eine, also auf ganz, ganz kleinem Niveau, so eine Armutserklärung an die Kreativabteilung. Da hätte ich gern ein bisschen mehr gesehen. Insgesamt ist es aber saustark und Fans werden es lieben und werden sich auf jeden Fall über den Film freuen. Und deswegen, das ist doch alles, was wir brauchen. Also schaut es euch auf jeden Fall an. Auf der Pro-Seite steht auf jeden Fall, ich hatte sau viel Spaß im Kino. Stromberg ist und bleibt einfach Stromberg. Die haben sich nicht verkauft für den Film, sondern haben einen coolen Film gemacht. Der hat ein paar kleine Längen und ich erfahre auch nicht wirklich Neues über die Charaktere. Nichtsdestotrotz gibt es von mir saustarke 8 von 10 Punkte für den Stromberg-Film. Von euch will ich jetzt wissen, was sind eure Lieblingsserien, die ihr unbedingt als coolen Film im Kino sehen wollen würdet? Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Wer von euch andere Reviews von mir sehen will, die bekommt ihr hier unten. Ich freue mich auch, wenn ihr den Kanal abonniert. Und wir sehen uns bei Twitter, Instagram, Facebook oder einfach beim nächsten Mal hier bei der neuen Filmkritik, hier bei die Filmfabrik mit mir, dem Dominik.